Mein nächster Gast ist einer der großartigsten Kollegen, die ich kenne. Er ist erfolgreich seit Jahren im Fernsehgeschäft, spielt großartige komische Rollen, hat unter anderem mit Anke Engelke zusammengespielt. Er hat seine eigene Serie, die jetzt in die 9. Staffel geht. Pastewka, 9. Staffel startet am 25. Januar im berühmten öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Amazon Prime. Trotzdem haben wir ihn heute Abend hier zu uns eingeladen. Bitte begrüßen Sie Bastian Pastewka. Hallo. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend. Große Freude. Dankeschön für die Einladung. Herzlich willkommen. Bitteschön. Danke. Dankeschön. Willkommen. Dank. Schön, dass du da bist. Ganz herzlichen Dank. Aber gerne. Wo hast du heute Abend zu Abend gegessen? McDonald's oder Burger King? Ich hatte überlegt, beides hintereinander zu machen. Es müssen natürlich welche sein, die genau nebeneinander sind. Dann kann man durch die eine Fressschleife durch, bei der einen wieder rauskommen und so. Aber ich habe es dann doch gelassen. Nein. Aber du bist leidenschaftlicher Fastfood-Esser. Ich, ne? War es. Ich muss sagen, ich war es. Man sieht es nicht, aber ich war es. Warum bist du es nicht mehr? Aus Sicherheitsgründen. Ich habe beschlossen, das nicht mehr zu machen irgendwann. Aber ich glaube, so die ganzen 80er und 90er Jahre habe ich in meiner Heimatstadt Bonn im Grunde in so einem McDonald's gewohnt. Ich habe da Hof gehalten, habe Leute eingeladen. Hey Leute, nehmt euch, was ihr wollt. Und sowas. Ne? Das habe ich gemacht und irgendwann gemerkt, es schmeckt mir dann doch nicht mehr. Und seitdem fahre ich zu Kentucky Fried Chicken oder so. Und da fragt sich natürlich der Reinhold Beckmann in mir, wo genau war der Moment der Umkehr? Was war der ausschlaggebende Moment? Was war das? Was war da los? Kannst du es mich nochmal als Domian fragen, bitte? Ja, warte, da muss ich aber noch das bitte. Warte. Das ist so schön. Da muss ich mich so hinsetzen. Warte, ja, natürlich, muss sagen, klar. Du musst nach vorne gucken, die Kamera, natürlich. Ja. Warte, Bastian. Wo genau war dieser Moment, in dem du festgestellt hast, ich habe mit dem Big Mac lieber Sex, als dass ich ihn esse? Nächste Frage. Ich liebe deine Domian-Parodie. Tut mir leid. Danke. Ja. Ich weiß es gar nicht. Irgendwann habe ich gesagt, danke, dass du mich zweimal fragst, aber ich habe entschieden, nee, es muss mal irgendwann aufhören. Aber ich werde hin und wieder rückfällig, so ist es nicht. Ne? Schön. Manchmal fährt man da nochmal hin, einfach auch, weil ich es so mag, den Menschen, der mich da an der Fressschleife durch dieses lustige Lautsprechersystem begrüßt, einfach komplett zu überfordern mit einer perfekten Bestellung. Guten Tag, ich hätte gerne einen 9er Chicken McNuggets, 2 Fisch McNuggets, Cola und Eis, bitte ein extra Tuch dazu und dazu hätte ich gerne noch die Junior-Tüte oder Happy Meal mit einer lustigen Madagaskar 2 Figur darin. Die werden wahnsinnig, die Leute. Sagen, können Sie bitte erste Fenster fahren? Ich kann sie nicht verstehen. Das ist super natürlich. Muss man zwischendurch das machen. Eine gute Laune hat man dann mit den Leuten. Man lernt die Menschen da kennen, das ist ganz toll. Ja, das stimmt. Und seitdem du da nicht mehr bist, bist du vereinsamt. Ist das Problem jetzt? Vollkommen richtig. Ja? Ja. Wie ist das so in der Einsamkeit? Schön. Wie fühlt sich das an? Du, weil du gerade über soziale Medien eben sprachst. Es gab eine Zeit, da hat für mich jemand ein Facebook-Profil angelegt. Und da stand bei mir, also es war nicht meins, ich habe das nicht gemacht, aber da stand Bastian Pastewka, Sie haben 0 Freunde. War das geil? Wer erinnert sich noch an diese tollen Jahre, als man keine fremden Freunde hatte? Das fand ich ganz, ganz toll. Inzwischen sind es ein paar mehr geworden, aus Sicherheitsgründen. Und hast du das Facebook-Profil bestehen lassen oder hast du es löschen lassen? Es waren so viele Bastian Pastewkas mit 0, 2 oder 7 Freunden, dass ich merkte, nee, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Ja. Dann habe ich irgendwann tatsächlich ein eigenes eröffnet. Und hattest prompt 8 Freunde? Ja, und davon sind 3 meine Mutter, glaube ich. Oder so. Weiß ich nicht. Hast du am Wochenende eine Zeitung gelesen? Jürgen von der Lippe hat ein Interview gegeben, in dem er sich über das deutsche Fernsehen geäußert hat und er sagte den Satz, es gibt im deutschen Fernsehen einfach zu viele Idioten, die gutes Programm verhindern. Ist das der Grund, warum du bei Amazon Prime bist? Nein, das ist ganz sicher nicht der Grund. Ich sage immer dazu, diesen Wechsel, den wir jetzt gemacht haben, schon seit der 8. Staffel, der hatte nichts mit dem Vorgängerkanal zu tun, dessen Namen ich natürlich längst vergessen habe. Nein, wir sind auch bei... Wie war das? Sat 3, genau. Ja, genau. Wir liefen immer nach der Kulturzeit. Ja, ne? Genau. Wir wurden von Österreichern anmoderiert, das wollte ich immer. Ne? Super, jetzt kommt gleich einer, das ist ein ganz komischer Typ, der spielt sich immer selbst, aber schauen Sie selber hinein, wenn Sie glauben, dass das nötig ist, aber danach kommt wieder ein Essay über die Beziehung zwischen Franz Kafka und Thomas Mann in die 20er Jahre. Genau, ja. Genau, so war das immer. Ja. Aber. Aber das müssen wir wirklich mal fragen. Hast du Dreisat jemals verstanden? Also Sat 1 kann man nicht verstehen, aber Dreisat versucht man ja immer zu verstehen. Ja. Ne? Immer wenn ich da reinschalte, kommen Schweizer Lottozahlen. Ne? Und, denkst, und die österreichischen Nachrichten und das Wetter. Die Mini-Zip gab es früher. Wunderbar. Die Mini-Zip gab es früher. Und das Wetter aus der Schweiz. Ja. Ich gucke Dreisat so mit so einem Gefühl von Angst.
Nein, so reingucken, nichts verstehen, aber das Gefühl haben, man hätte was gelernt. Exakt. Ja? Also man sagt dann so, oh, gestern sagt man dann so zu seiner Mutter, was hast du gestern gemacht? Du, Mama, gestern habe ich Dreisat geguckt. Und ja. Es ist super Stimmung zu Hause. Ja. Oh, der Junge, es so ist doch es. Was aus ihm geworden. So ist es. Er macht Quatsch, aber privat. Ja. Wow. Wahnsinn. So. Ja. So ist es, wenn ich Sat.1 gucke, letztlich. Da gibt es ja jetzt wieder so eine Eistanzshow. Und eine von den prominenten Eistänzern, also nicht von den Prominenten, Prominent sind prominent, das weiß man. Aber die Menschen, die sozusagen... Das haben Sie meine Tautologie, ist exakt, das bewusst? Mein ja. Fehler. Schreib das auf, bitte. Tautologie, habe ich gestern bei Dreisat gelernt. Ja, ist das nicht Pleonasmus auch? Ja. Also weißer Schimmel? Pleonasmus und Tautologie sind synonym zu verwenden, wenn ich darauf hinweisen darf. Boah, ey. Jedenfalls heißt einer der Eisläufer, oder eine, muss man sogar sagen, ich muss ja. Das nachgoogeln, weil ja. Ich konnte mir nur den Namen nichts vorstellen. Einer dieser Eiskunstläuferinnen heißt Armani Fancy. Und ich möchte gerne so heißen ab sofort. Ja. Mein Name ist so bescheuert, mein Zuname wird immer falsch geschrieben. Und das sind immer alles Buchstaben, die beim Scrabble übrig bleiben. Ja. Da kannst du nichts... Ja, machen Sie mal was aus Pastewka, da geht nichts außer Ast. Ja, 3 Punkte. An einem guten Tag, ne? Ist alles scheiße. Ja. Nee, ne? Aber wenn ich Armani Fancy heiße, Leute, dann... Ja. Oder Nils Holst, ne, geht's mir total gut. Den Namen hätte ich gern. Ne, guter Name. Florian Schröder. Scheißname. Ist auch geil. Nee, Scheißname. Komm, müssen wir nicht drum. Nee, das ist ein Name. Ja. Das kann man sich merken. Armani Fancy ist schon so ein bisschen Hello, Shake My Ding Dong. Ne? Da ist ja. Schon ein bisschen Stimmung dahinter. Das könnte ne? Auch eine eigene Rubrik bei YouPorn sein. Ne? Ja, Armani Fancy. Die Videos von Armani Fancy. Richtig. Garantiert zu Hause aufgenommen. Only Amateurs. Jetzt ne? In Dreisat. Ja, richtig. Genau. Das richtig. Ist das Problem. Wenn einmal noch Kant erwähnt wird und schon... Ist es drüber. Aber ich meine, jetzt in der Zeit, wo die Leute ihre Kinder Shania Christmas Carbonara nennen oder sowas, ja, bin ich über jeden Florian Schröder ja noch dankbar. Siehst ne? Du? Danke. Muss man auch endlich wird dieser Name mal. Es ist geehrt. Doch die Wahrheit. Ich bin so froh. Es ist doch die Wahrheit. Ja. Lass uns noch ein paar Worte sprechen über die neue Staffel Pastewka. Die nee, am 25. Januar. Gut, dann haben wir den Werbepart hinter uns. Wunderbar. Es gibt ja immer wieder Menschen, die glauben, dass der Serien-Pastewka so ist wie der Echte und der Echte wie der Serien-Pastewka. Und ich habe gelesen, dir geht es genauso. Richtig. Kannst du dich von dir selbst noch unterscheiden? Nein. Das ist mein großes Problem. Also die Rolle, die wir ja nun seit 14 Jahren auf diese Weise bedienen, glücklicherweise mit tollen Leuten wie Anke Engelke und vielen anderen, die ist mir so zu einer zweiten Natur geworden. Und wenn wir das drehen, an so schönen Tagen, wo man speziell mit Anke Engelke drehen darf, da bin ich genauso aufgedreht und wibbelsterzig wie jetzt vor Ihnen. Es tut mir sehr leid, aber ich kriege es dann auch nicht abgeschaltet. Meine Maskenbildnerin wird wahnsinnig, weil die das dann sozusagen immer noch alles sozusagen abpudern muss und sowas. Und ich merke dann aber, nee, ich bin aufgedreht und will lustige Geschichten erzählen und so albern sein. Und privat bin ich glücklicherweise ganz anders. Gucke Dreise. Und bist sehr nachdenklich? Ja, natürlich. Rauchst? Ich bin so ein trauriger Clown, weißt du? Ja, natürlich. Natürlich, ja klar. Ja, ja, natürlich. Wie wir alle in diesem Geschäft. Ja. Es gibt einen schönen Satz von dir, du hast gesagt, wenn du spielst, und das kann ich gut nachvollziehen, erinnerst du dich häufig an Menschen, die du irgendwo mal gesehen hast. Ja. Und gleichzeitig ist aber deine Form der Beobachtung nicht so eine bewusste, dass du sagst, so jetzt setze ich mich irgendwo hin und gucke mir die Leute an, ich muss jetzt mal die Figur studieren oder will mal sehen, wie so ein Rentner geht, ja. Sondern es läuft so nebenher. Deswegen interessiert mich, würdest du sagen, es gibt ein Beobachten ohne absichtsvolles Hingucken? Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Vielen Dank, das freut mich, dass du diese schöne Formulierung... Das war die Kulturzeit. Das ja, war die Kulturzeit für heute. Ich habe mir so viel Gedanken gemacht und für diese Formulierung, weil ich dachte, so ein bisschen was Dreisatmäßiges muss rüberkommen. Aber du hast doch völlig recht. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich sitze natürlich wahnsinnig gerne in so Hotels wie dem, was wir gerade gesehen haben und schaue, wie die Menschen miteinander sprechen, ja? Ja. Welche Körpersprache sie haben. Ob sie irgendwie versuchen zu sagen, hey, was ist hier los? Oder ob sie distanziert sind. Vielleicht sogar eifersüchtig. Das ist nicht in Ordnung, was du da gestern gemacht hast. Das könnte ich stundenlang sehen, ja? Und die Menschen unterhalten sich ja auch anders mit dem, der ihnen gegenüber sitzt. Wenn aber der Kellner kommt, den sie gar nicht kennen, ja? Wären sie zu Dreijährigen, ja? Weißt du, ich habe in den 70ern einen multinationalen Mischkonzern gehört. Könnte ich noch einen von den Toasts haben? Danke. Und dann habe ich aber in den 90ern... Das ist doch fantastisch. So, das könnte ich stundenlang sehen. Ja. Schön. Ein Riesenapplaus für Bastian Pastewka. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Bis dann. Bastian, danke.